Okay. So. Monsieur. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drin. Ich nehm's wieder. Ach, Nebenquests, okay. Stimmt, hier ist auf jeden Fall eine, okay. Gut. Ja, nee, die laufen nicht weg. Das ist gut, dann, genau, ich kümmere mich erstmal um die erste Hauptquest und dann, ich meine, hier habe ich auch noch eine Nebenquest. Die Nebenquests mache ich dann alle nacheinander noch. Genau, aber erstmal ein bisschen storymäßig weiter. Mit der Hoffnung, dass ich noch was freischalte. Hey. Mal gucken. Genau, aber die Nebenquests, die mache ich auf jeden Fall noch. Die Kronbrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Ach, hier. Genau. Und so war das. An Äther. Yes. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Okay. Ist das die Arena? Hier geht es wohl zur Arena. Nee. Das ist nur der Gang, der dahin führt. Na, hier ist die Arena. Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Die Truhe nehme ich natürlich mit. Tenakt Marschallen. Das könnte nützlich sein. Wait a minute. Es ist ein... Oder? Ist das nicht eine lilane Rüstung? In der Tat. Die macht aber irgendwie gefühlt gar nichts. Okay, hat einmal Schutz gegen Nahkampf, ein mehr Schutz, aber weniger Fernkampf, gar kein Feuer, gar kein Frost. Ganz schlecht gegen Strom, Energie, wie auch immer. Und halt ein bisschen von diesem lilanen Zeugs, aber irgendwie kann die gar nichts, die Rüstung. Schade. Sieht aber fetzig aus. So. Wow. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Okay. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Ich tue mein Bestes. Fangen wir an. Wir sind hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Alright. Ein Kampf wartet auf uns. Sei wachsam. Das können wir. Die Marschälle werden wieder antreten. Sie darf nicht. Die Länder hat seine beste Zeit schon hinter sich. Dein Speer soll uns. Gesundheit. Sprechen. Gibt es solche Zeremonien auch im Osten? Ich habe das Gefühl, dass ich da auch runtergehe. In der. Bald wird der Boden von Schrott. Heilung liegt, Stöcker, Kisten. Das hier haben wir dir zu verdanken, Fremde. Da ist Tecote mit seinen Schlägern. Warum da. Tut sie sowas? Seht, Kameraden. Die Streiterin des Häuptlings fällt hier.
Die Kutie hat wohl sein Ego zu Hause gelassen. Okay, Hikaros hier geht's rein, Verteidiger ne? sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen es Wir sind bei diesem Kampf. Hoffentlich kommt da jetzt nicht noch ein Mammut. Ach so, ich muss da hoch. Sag das doch. Oh. Verdammt, komme ich hier hoch? Nee. Das ist natürlich schade. Ach, hier ist eine Leiter. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Die Maschinen so. Müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nice. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Es geht los. Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer. Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Das sind sie. Da kommen sie! Okay. I'm ready. Wehrt sie ab! Verteidigt die Kugel! So, der Große muss weg hier. Heftige Gefühl gar nicht. Bin ich so schlecht? Oh. So. Aua! Ey! Was soll das? Okay. Da ist noch eine. Au. Oh mein Gott. Nee, nee, Freundchen. Diesmal nicht. So, weg mit dir. Weg mit dir. So, du weg. So, dann der Große. Ach nee, das Kleine hier noch. Okay. Auf den Tank, sehr gut. Yo, alles klar. Oh Gott.
Na los. Boah, ich habe gleich keinen Schuss mehr. Okay, hier ist noch eine. Nice. Treffe ich den noch? Ja, treffe ich noch. Sehr gut. Kommt noch einer? Puh, gut. Das sind doch nicht alle. Da. Oh, oh. Ich weiß nicht. Was ist das? Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Das ist eine Schlange. The hell? Hm. Na super. Okay. Das ist eine Schlange. Super. Was du mit den Werten bekommst. Stimmt, ja. Hi. Hi, Enno. Alles klar bei dir. So, okay. Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du. Jawohl. Einen Stein erstmal schmeißen. Bam. Oh. Oh. Au. Nee, nee, lass mal. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich kann auf den Schwanz gehen, okay. Kann ich das Gelbe da nicht attackieren? Oh. Au. Ja, kannst du, willst du nicht schießen oder was? Ich bin so schlecht gerade beim Zielen. Au. So, jetzt ab. Nein, wieso bewegst du jetzt den... Oh. Okay, einmal habe ich noch getroffen. Hey, komm. Ein Nahkampfangriff. Schießt die überhaupt? Ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht schießt. Ah. Komm.
So. Ich geh jetzt mal hier voll auf den Schwanz. So. So. Kann ich die... Eigentlich treffen die Dinge da oben? Schon wieder keine Munition. Oh. Oh. Ja, same. Same, same, ey. Ich gehe sofort, ich muss nur kurz die Sachen einsammeln. Die Schlangenviecher sind ja wirklich lästig. Eieiei. Ey, das ist ja wild. Okay, also die Klebebomben sind tatsächlich sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hier, ne? Ja. Streiterin, geh zum Häuptling! Jo. Achso. Entschuldigung. Moment, bist du böse? Nee, du bist nicht böse. Du bist böse. So. Oh. Oh. Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein Böser. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Ja, ja, mach das. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet. Hm. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Die waren wirklich sehr tapfer. Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Mhm. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh.
und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Ich war am Anfang skeptisch gegen ihn gegenüber, aber er ist auch ein Guter. Auf jeden Fall. Naja. Hier ist es. Eta ist unten. Ach, hier. Oh, da sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Wobei, ich habe eine Idee. Hey. Gut. Das hätte, da schief gehen können. Da. Die Konsole. Fasziniert. Hier auch überall also Server, die noch an sind. Okay. Na gut. Let's go. Na los, Eta. Zeit nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Eta-Unterfunktion wieder her. Die Server können die Vision. Ah, okay. Macht Sinn. Macht durchaus Sinn. Verstehe. Erhalten Gaia-Kern. Sehr gut. Cool. Kehre zur Basis zurück. Okay. Ach ja, genau. Und den komme ich ja noch gar nicht hoch. Schnellreise deaktiviert? Frech. Die Visionen im Hain haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Hier, das muss... Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Das Weiße Haus. Die hier hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Bisschen Gänsehaut. Das war ja schön. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich.
Aber Hikaru. Alle wollen mich mal begleiten. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. So sammeln wir unsere Crew. Die Aloy Crew. Wobei ich finde Gaia Crew besser. Durch Ethas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Du wirst Mut für die kommende Schlacht brauchen. Sehen Sie, wie JTF-10 einen Heimvorteil in der Wüste erlangte. JTF-10 eroberte Positionen in der ganzen Wüste. Andere fürchteten die heftigen Sandstürme der Mojave. JTF-Soldaten nutzten sie als Deckung gegen angreifende Feinde. Das wird eine Prüfung. Die Tapferkeit der JTF-10 in den Gebirgsregionen der Heists trainiert zum Überleben. Einsatzbereit in jedem Klima. Die JTF-10 waren Eliteverteidiger, sogar in den fernsten Gebirgsregionen. JFT. Whatever. Sinderball. Aloy. Auf ein Wort. Freizeit. Der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward der Feuer, waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Essen, Tinte, Schmerz. Diese wagemutigen Himmels teilten alles. Hast du mal kurz Zeit? Ja, Moment. Achso, das ist eine Nebenmission. Okay. Das war's schon? Hinten ist noch eine. Okay, also diese Elite-Gruppe hieß 10 oder halt 10. JTF 10. Meine Kraft ist dein. Mögen deine Feinde fallen. Inmitten von Schlamm und Dunkelheit stellten sie ihren Feinden Fallen. Verstehe. Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9. Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Heil. Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du Gute das Idee. Schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Lass mich wissen, wenn du eine loswerden möchtest. Gibt es viele Osseram-Stöberer im Tenakt-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit denen, die ihr kriegt? Stöberer verbringen ihr Leben im Staub. Wir vergraben sie drin. Lebendig.
Warum möchtest du diese Aufnahmen? Alles klar. Jede Schlacht lehrt die Soldaten. Wir sollten diese Lektion lernen und die Gefallenen ehren. So sind wir eben. Okay. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Okay. Mein Fokus kann Funkbarken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Hm. Ja, das sind die Blackboxen, ne? Von den Flugzeugen. Vielleicht waren es nur leere Drohungen von Regala. Crazy, crazy. Na gut, dann gehe ich mal zurück zu Gaia. B und dann dahin. JFT-10. Sehr interessant. Du, lass dich mal ansehen. Nee, kann grad nicht. Genau, ich muss hier hoch, genau. Das war eine Taube, okay. Ist das auch eine Taube gewesen? Zu schnell für meinen Fokus. Na gut. Okay. Ach, hier. So, sind denn schon alle da? Meine Freunde. Meinst du so? Oh. Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy. Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Hm. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Alles klar. Okay. Ah, wenn du zu Pause zurück... Okay, ich verstehe. Ausrufezeichen ist also mal neuer Dialog. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Baal hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher, auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so.
Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber ja. Mhm. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Varn mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, das geht mir genauso. Gut. Gewöhnst du dich gut ein? Varl hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaro-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er Vard was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Ich habe auch nichts dagegen. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Cool. Ich muss los. Ich bin hier, falls du etwas brauchst. Sieht so grün aus. Ah. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Ich lag wohl falsch bei den Zeniths. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Zenith hätte mich fast umgebracht. Das hielt ich nicht ab, Gaia wiederzuerwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Mhm. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Mhm. Sie ließ Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Narr, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Du hast wohl mit Kotalo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenakt und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erend flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Wir kommen klar. So eine richtige Wohlfühl-Oase mit den ganzen Leuten hier. So, was geht ab? Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Warst du mal wieder in Rheinklang? Die beiden. Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fahr, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Nein,
Ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. Oh, sie hat viel zu erzählen. Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier. Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Auf jeden Fall. Was hast du vor? Gaia war so freundlich, mir eine Liste mit Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut, damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von Metall. Hast du mit Kotallo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Auf jeden Fall. Du hast also mit Gaia geredet. Ja, sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin, Elizabeth Sobek. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war. Gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Musst ja auch nicht. Ich nehme an, du hast schon Eren kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Wie ist es möglich, dass ein Stamm wie die Utaro den Frieden mit Kriegern wie den Tenakt halten kann? Wir halten sie fern. Wenn unsere Felder in reicher Blüte standen, waren die Tenakt neidisch. Doch die Schüsseln boten Schutz und Anhöhen, um Eindringlinge abzuwehren. Selbst die Tenakt sahen ein, Frieden zu halten. Die Utaru versprachen, sie jedes Jahr mit Nahrung aus unserer Ernte zu versorgen. Im Ausgleich stellten die Tenakt einen ihrer Veteranen ab, um die Utaru im Kampf auszubilden. Einige Jahre nach der Störung wurde das wieder aufgegeben. Aber es gibt noch Veteranen in den Ebenen. Ich hab sie schon getroffen. Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaro ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Kaja in die Utaro-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder. Versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Reinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten, vergrub ich die Samen der Gefallenen. Ich hab gehofft, nein, das kenne ich schon. Sorry. So. Hä? Achso, Opfer der roten Raubzüge. Das fehlt noch. Dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Reinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Reinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber Gott. Es gab keine.
Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid. Glaube ich. Ich trat direkt unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Macht Sinn. Du gingst allein los, um die Karja zu bekämpfen? Ja. Nur, dass ich nicht die Einzige war. Meine Meinungsverschiedenheit mit dem Chor hatte sich rumgesprochen. Hm. Nach kurzer Zeit kamen mehr als ein Dutzend Utaro-Krieger, um mir in den Kampf zu folgen. Wir konnten die Karja-Armeen nicht frontal angreifen. Aber dafür kannten wir das Land besser als sie. Wir lauerten kleinen Überfallkommandos auf, störten ihre Versorgung und griffen nachts die Lager an. Mhm. Klingt nach einer ernstzunehmenden Gefahr. Zumindest bemerkten uns die Tenakt. Als die Clans die Karja nach Osten drängten, durften wir uns ihnen anschließen. Wir konnten den Feind bis nach Fahrlicht jagen. Du warst also bei Fahrlicht, als die Tenakt die Karja besiegten. Tenakt-Marschälle erkletterten nachts die Klippen im Schrecken und griffen von der anderen Seite an. Die Tore wurden schnell geöffnet und die Armeen der Clans strömten hinein. Was dann passierte, will ich am liebsten vergessen. Als der Staub sich legte, roch ich ihn wieder. Den Gestank verbrannten Fleisches. Unser Feind war besiegt. Der Rest meines Trupps kehrte in die Utaro-Ebenen zurück. Ich ging nach Rheinklang zurück. Doch selbst nach vielen Ernten fühlte ich mich immer noch nicht angekommen. Bist du deshalb Grabessängerin geworden? Ich dachte, das Leid anderer zu lindern, würde mein eigenes heilen. Und dann kamst du und gabst mir die Wahl. Entweder ich singe an Gräbern oder kämpfe, damit Menschen am Leben bleiben. Mhm. Ich bin froh über deine Wahl. Jo. Same. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. Mhm. Trainiert man fleißig weiter. Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Mega gut. Dankeschön. Was ein Luxus. Was ist das hier? Dies sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Die Module wurden zwar gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Ich konnte die Vorrichtung aber so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Na, das ist doch was. Ein Shuttle. Wie das, was ich bei Farzine... Ach, so ein Spielzeug-Shuttle. Barl wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. Gaia, was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Tja, jetzt wird es genutzt. Erend und Kotalo haben ihr Zeug hier abgestellt. Okay. Hier schlafen die. Das hier sieht nach einem Badezimmer aus. Okay. Zwecklos. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Ah, okay. Irgendwer hat meine Sachen hier reingestellt. Ach so. Wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Ich hab ein Zimmer. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist ja freundlich. Ups. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut. Oh. Als mein Training beendet war. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Mein alter Speer liegt hier. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Hm. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Das war er wirklich. Er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Okay, hier ist noch so eine Truhe. Okay, mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Aber wie cool, dass ich hier mein eigenes Zimmer habe. Mit meinem Bett dort. Cool. Oh, Aloy. Hm? Deine Karja-Freundin kam hier durch.
Sie ging zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Okay. Achso, Moment, hier geht's wieder raus, ne? Ich wollte eh mal kurz raus, weil ich das Lagerfeuer hier aktivieren wollte. So. Bei der Kette gibt es nach jeder Hauptquest einen neuen Kommentar von Aloy. Ah, okay, alles klar. Good to know. So, was ist hier noch? Oh, hier geht's noch mal runter. Okay. Die Tür geht nicht auf. Gaia konnte den Zugang wohl noch nicht wiederherstellen. Aber hier geht's runter. Ein Serverraum. Gaia, das hier unten scheint alles mit der Kuppel verbunden zu sein. Wozu ist das? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Da sind ein paar Server. Wohin geht's hier? Da ist nichts. Oh, da ist auch nichts. Okay. Kann ich hier rein? Ich sollte lieber zurückgehen. Na gut. Schade. Okay. Oh. Das ist ja riesig, der Komplex hier. Hier geht's auch nochmal nach oben. Achso, hier komme ich auch nur. Okay. Verstehe. So, hier geht's nach oben zu Gaia, genau. Da geht's auch wieder raus, okay. Ah ja, hier ist noch. Ah ja, genau, hier ist er. Was ist das hier nochmal? Achso, ja, genau, das ist mit den Überbrückungen. Genau. Okay. Und hier kann ich was craften, aber ich glaube, dazu habe ich wieder nicht genug. So, genau. So, dann kann ich noch mit ihm sprechen und dann gehe ich zu Gaia. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigt mir die Vision, die du hier aufbewahrst, Gaia, und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Du hast jetzt einige Zeit mit dem Trupp verbracht. Was denkst du? Ich war etwas überrascht, hier eine Utaru zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Es heißt, sie vereinte Mitglieder ihres Stammes gegen die Kaja und kämpfte sich bis nach Fahrlicht durch. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Ich sollte los. Du kannst gerne Hikaru und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die Zehn mit dir sein. Jo. Da liegt ein bisschen Zeug drin. Aber jetzt ist ja wieder ein Ausrufezeichen, aber ich habe das schon mit allen Sachen. Ja. Nee, hier ist nochmal was noch. Ist die Basis gekommen? Okay. Ah. Ja, dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Ich muss jetzt gehen. Mhm. Ich übe einfach weiter hiermit.
Okay, deswegen. Gibt's hier noch Gesprächsstoff? Weißt du, du musst nicht so oft nach mir sehen. Sorry. Ich schätze, Talana ist nicht lang geblieben. Genau so ist es. Was diese Amadis wohl getan hat, um sie derart zu beeindrucken? Was immer es war, sie hat's mir nicht gesagt. Muss eine ziemliche Geschichte sein. Sie wird's uns erzählen, wenn sie bereit ist. Okay. Ich sollte los. Melde dich, wenn du etwas brauchst. Jederzeit, my friend. So, und du wolltest auch noch was sagen, ne? Zu Talena? Hast du Zeit zum Reden? Hab ich. Klingt, als wärst du meiner Freundin Talana begegnet. Ja, die Kaja-Jägerin. So eine Ausrüstung habe ich seit den roten Raubzügen nicht gesehen. Aber Val hat mir gesagt, dass sie auch unter dem verrückten König gelitten hat. Ja, sie ist eine von den Guten. Glaub mir. Ich muss aufbrechen. Das ist sie. Ich trainiere weiter. So, dann kann ich jetzt einmal endlich zu Gaia. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit vorhatte.